Verehrtes Präsidium, werte Kollegen, eines der beiden Länder, um die es heute geht, kenne ich sehr gut. Ein Teil meiner Familie lebt in Moldawien. Es gibt dort keine Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Es ist ein wunderschönes Land, das aber leider wirtschaftliche Probleme hat, ganz ähnlich wie Georgien. Natürlich hat Hessen, das möchte ich an dieser Stelle betonen, kein Problem mit Einwanderern aus diesen beiden Ländern. Die meisten von ihnen sind gesetzestreu und arbeitstätig und außerdem gut ausgebildet. Aber wenn wir diesen beiden Ländern wirklich helfen wollen, dann dürfen wir ihnen gerade die jungen, gut ausgebildeten Arbeitstätigen nicht klauen. Die GRÜNEN begreifen das nicht. Aber wenn wir jeden wahllos kommen lassen, dann schaden wir damit der Wirtschaft von Moldawien und Georgien. Nein, Hessen hat kein Problem mit Flüchtlingen aus Moldawien und Georgien, sondern mit solchen aus ganz anderen Ländern. Ich möchte dazu aus der Genfer Flüchtlingskonvention zitieren, Artikel 1. Eine Person fällt nicht mehr unter dieses Abkommen, wenn sie nach Wegfall der Umstände, aufgrund derer sie als Flüchtling anerkannt worden ist, in der Lage ist, in das Land zurückzukehren, in dem sie ihren gewöhnlichen Wohnsitz hat. Ferner zitiere ich aus Artikel 31 Absatz 1, der definiert, dass die Konvention nur Anwendung findet bei Flüchtlingen, die unmittelbar aus einem Gebiet kommen, in dem ihr Leben oder ihre Freiheit im Sinne von Artikel 1 bedroht waren. Echte Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konvention erkennt man daran, dass sie erstens in Nachbarländer oder jedenfalls in nahelegende Länder fliehen. Zweitens erkennt man sie daran, dass zumal im Kriegsfall vor allem Frauen und Kinder kommen, da die Männer an der Front kämpfen. Und drittens daran, dass sie mittelfristig vorhaben, in ihr Land zurückzukehren, sobald der Fluchtgrund nicht mehr gegeben ist. Das alles trifft für Flüchtlinge aus der Ukraine zum Beispiel zu. Aber mit den Horden junger Männer, denen Angela Merkel Tür und Tor geöffnet hat und die nach wie vor zu Abertausenden in unser Land einströmen, hat die Genfer Flüchtlingskonvention nicht das Geringste zu tun. Das muss sogar die deutsche Gerichtsbarkeit erkennen. Daher kommt es, dass so viele illegale Einwanderer hierzulande nur geduldet sind. Aber der Duldungsstatus mit Anspruch auf Sozialleistungen und ausbleibender Abschiebung ist keine Lösung für die Migrationskrise, die wir seit einem Jahrzehnt erleben. Wir erinnern uns alle daran, wie der pseudokonservative Horst Seehofer die Abschiebung von gerade mal 69 Afghanen an seinem 69. Geburtstag als großen Erfolg darstellte. Aber mit 69 Abschiebungen ist nichts getan. Denn die Zahl der ausreisepflichtigen illegalen Einwanderer in unserem Land liegt bei sage und schreibe 300.000. Und leider ist auch keine Linderung in Sicht, zumal unter einer gewissen Innenministerin aus Hessen, die für Linksradikale vom Verfassungsschutz beobachtete Zeitschriften schreibt und sich zusammen mit den gewaltaffinen Aktivisten der sogenannten Antifa ablichten lässt. Im Zusammenspiel mit den GRÜNEN hat Nancy Faeser den Deutschen jahrelang weisgemacht, es wäre inhuman, die Zahl der sogenannten sicheren Herkunftsländer zu erhöhen. Dabei ist dieses Konstrukt aber nicht sicheren Herkunftsländern gemäß Grundgesetz Artikel 16 Absatz 3 nicht weiter als ein Mittel, um längst überfällige Abschiebungen auszusetzen. Es ist eine Umkehrung der Beweislast. Denn nicht der Aufnahmestaat hat zu beweisen, dass der Antragsteller nicht verfolgt wird, sondern der Antragsteller hat zu beweisen, dass er verfolgt wird. Deswegen fordern wir als AfD, alle Länder der Erde sind als prinzipiell sichere Herkunftsländer zu betrachten.
Auf diese Weise hat der Asylbewerber wie in jedem vernünftigen Staat der Erde die Beweislast gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention. Und der FDP sagen wir klipp und klar, die Einstufung von Georgien und Moldawien als sichere Herkunftsländer ist zwar ein erster richtiger Schritt, aber wird die Migrationskrise ganz sicher nicht lösen. Vielen Dank.